tut, was man kann. Hallo liebe Fahrradjunkies und herzlichst willkommen. Heute haben wir etwas Neues für euch in petto. Ein Fahrrad, das wie ein Teil von dir sein wird. Ein Fahrrad, das genau deinen Stil widerspiegelt. Und ein Fahrrad, das dir genau die Freiheit gibt, die du brauchst. Das meint zumindest der Hersteller. Die Rede ist vom Orbea Carpe 10. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, denn wir hatten bisher noch gar nicht so viel mit der Marke zu tun. Sie ist ja auch brand new in unserem Store, also nehmt es mir bitte nicht krumm, falls es falsch ausgesprochen ist. Meines Erachtens, oder was Google Übersetzer gesagt hat, wird es Carpe ausgesprochen. Kann natürlich auch Carp oder Cap oder ich weiß es nicht. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr es wisst. Ansonsten, ich bleibe bei Carpe. Ob es wirklich hält, was es verspricht, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Vorab aber ein paar kurze Worte zu der Marke Orbea. Wie bereits erwähnt, arbeiten wir seit diesem Jahr mit dem spanischen Fahrradhersteller zusammen. Fahrräder von Orbea stehen nicht nur für hohe Qualität, sondern auch für Individualität. Und das gilt nicht nur für die Ausstattung, sondern auch für das Design. Wie auch immer, wir starten mit dem Rahmen. Hier haben wir den Orbea Urban Speed Rahmen aus Aluminium in der Farbe Night Black Gloss verbaut. Auch wenn das Carpe 10 bei Orbea unter Urban-Räder, teilweise sogar unter City-Räder läuft, fällt es durch das langgestreckte Oberrohr und die ausgewogene Sportgeometrie für uns eher in die Kategorie Fitnessbike. Außerdem bietet der Rahmen zwei Befestigungspunkte für beispielsweise ein Schloss oder Trinkflaschenhalter. Die Kabel sind auch hier, wie bei den meisten Modellen, innen verlegt und somit geschützt. Die Gabel ist aus Carbon, was den sportlichen Charakter des Carpe zusätzlich unterstreicht. Hier habt ihr innen zwei Anschraubpunkte für das bereits vorhandene Schutzblech. Außen gibt es keine, das bedeutet, einen Lowrider könnt ihr an dieser Gabel nicht montieren. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn durch die Speed Carbon Flat Mount Gabel sparst du dir einiges an Gewicht und büßt dabei kaum Komfort ein. Am Fahrrad haben wir vom Schaltwerk bis zum Schalt- und Bremshebel Teile der Shimano Diore Gruppe verbaut. Diese macht für verhältnismäßig wenig Geld einen tollen Job. Sie ist prima verarbeitet und bietet eine klasse Ergonomie. Das Carpe kommt mit seinen 10 Gängen super vom Fleck und begeistert durch die sanften Gangwechsel, besonders auf Straßen und Asphalt. Passend zum Antrieb hat Orbea hier hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut. Hydraulische Systeme haben den Vorteil, dass sie präzise und mit recht geringer Handkraft zu bedienen sind. Kommen wir nun zu den Rädern des Carpe. Die Laufräder sind einfach und stabil und kommen aus Eigenproduktion von Orbea mit Shimano-Namen und Stahlspeichen. Die Reifen sind von der Marke Kenner und bieten neben dem geringen Rollwiderstand und den Reflexstreifen auch ein optisches Highlight durch die braunen Streifen, die sich hier absetzen. Das gibt dem Carpe einen leicht retrohaften Touch, welchen ich eigentlich auch ganz cool finde. Ein weiteres besonderes Merkmal des Carpe 10 ist das Design bzw. die Farbe des Lenkers und des Vorbaus. Diese sind nämlich nicht wie üblich schwarz, sondern in Silber verbaut, was den Retro-Look noch einmal zusätzlich unterstreicht. Lenker, Vorbau und Sattelstütze sind aus Aluminium gefertigt und genau wie der Sattel aus der Eigenproduktion von Orbea. Gehen wir nun nochmal auf die Ausstattung ein, denn mit diesem Modell bekommt ihr ein voll ausgestattetes Fahrrad mit Schutzblechen, Gepäckträger und Fahrradbeleuchtung. Der Gepäckträger ist ebenfalls aus dem Hause Orbea. Durch die integrierte Befestigung am Schutzblech ist es zwar optisch ein echter Hingucker, aber ihr könnt an diesem Gepäckträger nur seitlich etwas befestigen und nicht oberhalb. Das bringt zwar ein sehr schlichtes und minimalistisches Design mit sich, könnte aber für den einen oder anderen von euch ein bisschen unpraktisch sein. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn die passenden Anschraubpunkte sind ja prinzipiell vorhanden. Ihr habt also die Möglichkeit, einfach einen anderen Gepäckträger zu montieren, der für euren Einsatzzweck passt. Die Schutzbleche von SKS sind ebenfalls aus Aluminium anstelle von Kunststoff und runden das Ganze optisch noch einmal ab. Bei der Beleuchtung hat Orbea auch nicht gespart und ein hochwertiges Dynamo von Shimano mit passendem Scheinwerfer und Rücklicht verbaut.
Für wen eignet sich also dieses Bike? Wie bereits erwähnt, ordnen wir das Carpe 10 eher der Kategorie Fitnessbike zu. Denn anders als bei den typischen City-Fahrrädern ist man mit diesem Fahrrad schon sehr sportlich und auch schnell unterwegs. Im Grunde erhaltet ihr mit dem voll ausgestatteten Carpe 10 von Orbea einen kleinen Allrounder. Es eignet sich für den Einsatz im Alltag, kann aber auch durch seinen Komfort im Freizeitbereich für Langstrecken oder Fahrradtouren genutzt werden. Wer also auf der Suche nach einem voll ausgestatteten Fitnessbike für tägliche Pendlerfahrten in der Stadt oder auch ausgiebige Touren ist, hat mit dem Carpe 10 von Orbea einen wirklich guten Begleiter für diese Vorhaben. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle genannten Produkte haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr auch aktuelle Preise und verfügbare Rahmengrößen des Carpe 10. Wie gesagt, wenn ich es falsch ausspreche, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst mich auch wissen, ob ihr schon Erfahrungen mit der Marke Orbea gemacht habt. Könnt ihr natürlich auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!